Und damit ein herzliches Grüß Gott zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen den VfL Bochum. Wie üblich darf ich beide Trainer am Podium begrüßen und wie ebenfalls üblich darf der Gast anfangen. Herr Reiß, Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, erstmal schönen guten Abend. Wir sind natürlich unheimlich glücklich, dass wir hier 3 Punkte mitgenommen haben, weil es war ja im Vorfeld auch überall zu lesen, dass es irgendwo ein Druckspiel ist für beide Mannschaften. War natürlich erstens dem geschuldet, wie die Tabellensituation war. Und ich habe ja auch gesagt, dass wir mit ähnlichen Etats in die Liga gegangen sind oder in die Liga gehen. Wir haben, fand ich das in der ersten Halbzeit, sehr, sehr ordentlich gemacht. Wir wollten ein bisschen kompakter stehen. Das ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Wir haben immer wieder ein Bein davor bekommen, sodass Fürth bis auf den Weitschuss keine klare Torchance hatten, weil wir sehr gut gestanden sind. Wir selber hatten mit Polter eine Riesengelegenheit. In der zweiten Halbzeit haben wir so ein bisschen den Faden verloren. Da hat das Fürth sehr, sehr gut gemacht. Wir waren nicht mehr mutig genug, unsere Außenverteidiger ein bisschen höher zu positionieren. Und da muss man auch ehrlich sagen, da haben wir dann auch das nötige Glück gehabt, dass wir da kein Gegentor bekommen haben. So nach gefühlt einer Viertelstunde in der zweiten Halbzeit haben wir es wieder ein bisschen besser in den Griff bekommen, gehen mit dem Standard in Führung, haben danach noch gute Umschaltmomente, wo wir leider das Spiel nicht vorher für uns entschieden haben. Im Großen und Ganzen kann ich der Mannschaft nur Respekt zollen, dass sie dem Druck standgehalten haben. Und wir sind, wie gesagt, froh, dass wir mit 3 Punkten nach Hause fahren. Und für Toto freut es mich natürlich auch, dass er als Kapitän sein erstes Bundesliga-Tor gemacht hat. Und ich wünsche natürlich dem Stefan genauso alles Gute für die weitere Saison. Wir wissen beide, dass es nicht ganz einfach ist in der Liga. Aber ich denke, dass wir und Fürth den einen oder anderen Punkt definitiv noch holen werden. Danke. Dankeschön, Stefan. Die Überleitung war schon da. Dein Statement. Ja, danke, Thomas. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Thomas hat, glaube ich, das Spiel ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich möchte noch ergänzen. In der ersten Hälfte so hat mir ein bisschen die Klarheit bei meinen Jungs gefehlt. Ich glaube, wir hatten schon über Ballbesitzphasen eine ordentliche Kontrolle. Die war jetzt nicht so, dass wir die eine oder andere Welle hätten starten können. Aber wir haben schon, gut strukturiert gespielt. Was ein bisschen gefehlt hat, war so diese Verantwortung zu übernehmen, mal aus 16 Meter den Abschluss zu suchen, nicht nochmal den letzten Pass zu spielen, den schweren Pass zu spielen, sondern einfach mal zu Abschlussaktionen zu kommen. Das haben wir in der zweiten Hälfte dann auch angesprochen. Wir wussten auch, dass irgendwann mal das Feld dann aber wahrscheinlich größer wird, umso mehr Risiko wir natürlich gehen. Ich finde, die ersten 15 Minuten waren gut in der zweiten Hälfte von uns. Da konnten wir großen Druck entwickeln, hatten auch mit Sadie Itten eine richtig große Chance, wenn er den Ball besser trifft oder wenn er den Ball trifft aus 7-8 Metern, dann glaube ich, können wir da auch ein Tor erzielen. Was ärgerlich ist natürlich wieder die Standardsituation. Ne? Wir haben da eine klare Mannzuteilung, die wir leider nicht umsetzen auf dem Platz. Und dann kriegst du ein Standardtor. Was in meinen Augen eben auch vermeidbar gewesen wäre. Und in der Situation, in der wir sind, muss man dann auch ehrlich sagen, dass wir dann nicht mehr zurückkommen können, um Spiel dann nochmal zu drehen. Und von daher ein sehr enttäuschender Nachmittag für uns. In der Summe dann reicht es auch nicht, um zu punkten. Thomas, dir natürlich auch weiterhin viel Erfolg und weiterhin kämpfen, Woche für Woche, um das große Ziel und den Traum dann, glaube ich, den wir ja beide verfolgen, mit unseren Mannschaften dann auch erreichen zu können. Dankeschön. Vielen Dank an die beiden Trainer. Damit besteht die Möglichkeit für die Fragen aus der Journalistenrunde, wie immer gerne virtuelles Handzeichen, genauso wie Max Backhaus von der Bild. Ja, hallo zusammen. Thomas, Glückwunsch zum Sieg. Vielleicht die Frage vorab einmal, wie konntest du beim Tor so cool bleiben? Du hast da wirklich gar keine Regung gezeigt, während alle anderen ausgerastet sind. Ja, das weiß ich nicht, ob ich keine Regung gezeigt habe. Ist halt so, wie man manchmal ist, wie man sich danach fühlt. Natürlich war die Freude da, aber es war natürlich noch sehr lange zu gehen. Und deswegen habe ich es für mich vielleicht nach innen genossen und ein bisschen froh, dass dieser Treffer gereicht hat. Michael Fischer, Fürther Nachrichten. Guten Tag, Herr Leitl. Die Kollegen haben die Frage gerade schon an Brani Miragota gestellt, aber sie stellt sich jetzt doch wieder. Gegen wen soll Ihre Mannschaft noch gewinnen? Erstmal möchte ich sagen, dass wir heute
gegen den VfL Bochum gespielt haben. Die sind Zweitligameister geworden und sind verdient in der Bundesliga. Sie kämpfen mit gleichen Mitteln wie wir, um diese Liga zu halten. Und ich habe das ja auch schon öfters erwähnt, dass du Woche für Woche die Chance hast, in dieser Bundesliga zu punkten. Wenn du an deine Leistungsgrenze kommst, wenn du Fehler vermeidest. Und das ist das Ziel für die kommenden Wochen. Und so arbeiten wir. Und nochmal, ja, es ist der 8. Spieltag. Es liest sich nicht optimal. Das machen wir auch nicht klein. Aber trotzdem waren auch wieder gute Dinge heute mit dabei. Die gilt es halt mal über 90 Minuten einfach auf den Platz zu bringen. Und ich weiß ja, auf was sie anspielen wollen. Und das ist natürlich auch mehr noch in unserem Sinne auch eine Leistung, eine ordentliche Leistung, mal mit dem Ergebnis zu unterstreichen, damit natürlich auch unser Publikum, unsere Fans, die Stadt wieder dieses Vertrauen kriegt, um diesen Traum dann auch vielleicht realisieren zu können. Markus Rensinghoff. Ja, hallo in die Runde. Frage an Thomas Reis. Es gab einige personelle Wechsel. Was hat den Ausschlag gegeben für Vasilios Lampopoulos im Vergleich zu Armel Belakotscha? Ja, mir war ja klar, dass die Fragen dann kommen werden. Ist natürlich jetzt nach dem Sieg ein bisschen leichter, die zu beantworten. Aber ich habe ja schon immer gesagt, wir wissen, was wir an Armel Belakotscha haben. Er war jetzt bei der Nationalmannschaft und man darf nicht vergessen, dass der Junge 19 Jahre alt ist. Und die ganzen Eindrücke, die er da sammelt bei der U21, die muss auch so ein Junge erstmal verarbeiten. Und wir haben versucht, die 14 Tage zu nutzen, um uns auf Fürth vorzubereiten. Und wir wussten, dass es mit Sicherheit ein sehr, sehr schweres Spiel wird, ein Spiel auf Augenhöhe. Und die beiden Innenverteidiger haben das sehr, sehr gut gemacht. Vasi war ja auch ein bisschen im Loch die ein, zwei Wochen. Da hat er sich super rausgekämpft und das hat den Ausschlag gegeben, dass ich mich dieses Mal für die beiden entschieden habe. Aber das bedeutet nicht, dass Armel jetzt keine Spielzeit mehr bekommt. Frank Linkesch vom Kicker. Ja, hallo Herr Leite. Sie haben jetzt gesagt, ein ärgerliches Tor nach einer Standardsituation. Ich würde eher vermuten, dass Sie das mittlerweile wahnsinnig machen muss, dass Woche für Woche da der gleiche Fehler passiert. Und trotzdem die Frage, auch wenn Sie eine Mannzuordnung da hatten, wenn ich auf Herrn Riemann schaue, wie der die Bälle runtergepflückt hat, muss der Marius Funk da nicht vielleicht auch einfach mal den Fünfer rauskommen? Danke. Ja, das ist dann eine Fehlerkette. Es beginnt schon bei der Mauer draußen. Ich glaube, aus dieser Situation brauchen wir keine Zwei-Mann-Mauer, sondern können einen Springer stellen, der dann eventuell bei einer kurzen Ausführung nachrückt. Dann geht es darum, dass wir eine Raumverteidigung haben mit 5 Spielern und eben die kopfballstärksten Spieler von Bochum klar zugeteilt waren. Und das passiert dann in der Situation nicht und vielleicht kann er am Ende dann auch diesen einen Schritt nach vorne kommen. Ich möchte aber auch da sagen, dass leider unsere Standards nicht so zum Tor mit Zug kamen wie dieser Freistoß. Ich habe den Manu Riemann gesehen, ja, dass er Bälle am zweiten Pfosten gepflückt hat. Ja, ich glaube, dass das der Unterschied war zu diesem einen Standard. Und es ist einfach ärgerlich, weil du weißt, was Lucilia für eine Kopfballstärke hat, wenn er dann in der Box hinkommt. Und das ist einfach zu verteidigen, wenn ich meinen Mann nehme und wenn ich im direkten Infight eben versuche, diesen Zweikampf zu gewinnen. Kommen wir nochmal zu Max Backhaus. Ja, Thomas, bei dem Thema Standards können wir ja eigentlich bleiben. Das war ja auch beim VfL-Thema vergangene Woche. Die wird wahrscheinlich egal sein, wie das Tor letzten Endes gefallen ist, aber irgendwie ja doch besonders, dass es dann ausgerechnet jetzt ein Standard war, oder? Ja, wir haben ja versucht wir versuchen uns ja in allen Dingen zu verbessern und wir haben natürlich nochmal Wert auf die Standards gelegt, weil ich habe ja gesagt, ich musste immer ein bisschen schmunzeln, weil wir haben in Leipzig das erste Eckball-Gegentor gegen uns bekommen und schon wurde von Standardproblemen gesprochen, was die Defensive anbelangt. Und da habe ich ja versucht, deutlich zu machen, dass ich eigentlich mehr mit den offensiven Standards unzufrieden war. Und wenn dann heute sowas gelingt und dann freust du dich natürlich und ja, diese Standard hat gereicht, um hier 3 Punkte mitzunehmen. Michael Fischer. Ja, nochmal an Herrn Leitl natürlich. Es ist jetzt ein gutes Viertel der Saison vorbei. Die Vorbereitung verlief ohne Sieg. Man ist im Pokal ausgeschieden. Man ist in 8 Ligaspielen ohne Sieg. Hinterfragen Sie sich auch mal selbst? Also natürlich werden Sie sich in jedem Moment hinterfragen, aber diese Erfolglosigkeit führt wahrscheinlich dazu, dass man sich mit sich selbst auch beschäftigt, oder?
Ja gut, Herr Fischer, ich meine, Sie kennen mich jetzt auch schon ein bisschen und wissen natürlich, dass ich mich selbst hinterfrage oder erstmal die Situation mit mir selbst analysiere. Das ist doch ganz klar. Ich mache es mir auch nicht einfach und deute mit dem Finger auf andere, sondern natürlich beginnt es bei uns im Trainerteam. Das ist jetzt auch, was Sie vorgelesen haben, sicherlich etwas, was sich schon einfach schlecht liest. Ja? Und das brauchen wir auch nicht kleinreden. Trotzdem ist es eine Situation, auf die wir schon auch in einer gewissen Art und Weise uns vorbereitet haben, dass es natürlich jetzt so eintritt. Mit der Negativserie war jetzt vielleicht nicht zu erwarten, aber also ich werde nicht unruhig oder muss mich jetzt großartig ändern. Ich versuche jeden Tag mein Bestes für den Verein zu geben. Und wenn Sie sich an den Februar 2019 erinnern, dann ist es ja bis letzte Saison im Mai nicht ganz so schlecht gewesen, was wir gemeinsam, und das möchte ich auch nochmal erwähnen, gemeinsam hier erreicht haben. Nico Gehler. Ja, hallo, ich würde gerne nochmal auf die Standards sprechen zu kommen, weil ich glaube, ihr habt euch so ein bisschen auch was Neues einfallen lassen. Hans Sapper hat es jetzt auf Sky dann im Interview nach dem Spiel gesagt, dass so eine Mischform irgendwie war zwischen Mann- und Raumdeckung und es scheint wirklich ihr könnt anscheinend machen, was ihr wollt, es funktioniert nicht. Muss man euch zumindest diesbezüglich jetzt nach 8 Spieltagen ganz klar den Stempel nicht Bundesliga-tauglich aufdrücken in Sachen Standards gegen euch? Das kannst du machen, Nico, wenn du das möchtest. Ich werde meine Mannschaft hier nicht öffentlich derartig kritisieren. Es gibt Situationen, die wir auch gut verteidigt haben in Standardsituationen. Ich glaube, dass es eine Konzentrationssache ist und einfach, dass ich im Spiel bleiben muss und dass ich das einfach umsetzen muss, was Vorgabe ist. Und daran arbeiten wir. Und wie gesagt, wir sind jetzt an dem Punkt schon, wo wir uns einfach recht viel schlechter kann es ja nicht werden in Standardsituationen. Deswegen wird es definitiv besser werden und müssen da auch immer wieder an das Vertrauen in den eigenen Spieler appellieren, ja, dass ich mein individuelles Duell eben gewinne, dass ich meinen Raum verteidige, dass ich aktiv bin in diesen Situationen. Und dann werden wir uns da auch verbessern, genauso wie wir viele Dinge jetzt in den letzten 4-5 Wochen schon deutlich besser gemacht haben als in den ersten 3 Ligaspielen. Max Backhaus. Chris Gamboa hat heute gleich durchgespielt bei seinem Comeback. Wollte er nicht ausgewechselt werden, ging es einfach 19 Minuten und wie bewertest du seine Leistung? Ja, zum einen, glaube ich, entscheide immer noch ich, ob ein Spieler ausgewechselt wird. Er hat zumindest keine Anstalten gemacht, dass er nicht mehr kann. Nein, ein bisschen natürlich froh, dass Gemmo wieder zurück ist, dadurch, dass Herbert Bockhorn ausgefallen ist oder auch noch ein bisschen ausfallen wird, war das natürlich die erste Alternative. Und ich fand, dass er es sehr, sehr gut gemacht hat und die 90 Minuten standgehalten hat, genauso wie die ganze Mannschaft. Und ich bin froh, dass ich diesen Spieler wieder zurück habe, der für uns natürlich auch vom Klima halt in der Mannschaft sehr, sehr wichtig ist. Dann darf Martin Moravec von der dpa die abschließende Frage stellen, bitteschön. Hallo Herr Leitl, Branimir Hrgota hat gesagt, man bräuchte auch mal ein bisschen Glück, mal 1-0 führen, vielleicht sogar mal 2-0 führen. Wie verdient man sich denn Glück in der Bundesliga? Wie verdient man sich Glück? Ja, durch Engagement, das ist definitiv da, durch Disziplin und durch einen unbeugsamen Willen. Und wenn wir das auf den Platz bekommen, dann glaube ich, wird das Glück auch wieder auf unsere Seite springen, wobei es heute jetzt wenig mit Glück zu tun hatte, sondern ich glaube, das hat genauso Thomas und ich ja schon erläutert, dass es wirklich für beide Mannschaften heute gefühlt, ich glaube, weder Thomas noch ich haben großen Druck auf die Jungs ausgeübt, aber man hat schon gespürt, was ein Tabellenplatz mit einer Mannschaft macht, wenn ich jetzt an die beiden letzten Vergleiche im letzten Jahr denke, ja, wie viel es mit einer gewissen Selbstverständlichkeit von der Hand ging, war eben heute nicht so. Ja, und deswegen werden wir hart daran weiterarbeiten, um das Glück auf unsere Seite zu ziehen. Dann bedanke ich mich bei beiden Trainern
Wünsche allen jetzt noch einen guten Nachhauseweg, insbesondere natürlich unseren Gästen nach Bochum. Und dann sehen wir uns bald wieder hier. Macht es gut.